Ich finde es gut, dass es diese Tagung hier gibt, dass Sie sich mit diesen Themen beschäftigen, dass wir als Wohnungswirtschaft Gast sein dürfen und hier auch mit dabei sein dürfen, dass Herr Schmidt und Frau Weise das organisiert haben. Weil momentan die Situation ja tatsächlich die ist, dass das Tagesgeschäft nimmt uns extrem in Anspruch und die Aufgaben, mit denen Sie sich hier auseinandersetzen, gehen deutlich darüber hinaus. Und deswegen darf man sie nicht vernachlässigen. Die Bitte und die Frage war, mal zurückzugucken auf das Thüringer Barrierereduzierungsprogramm. Das ist diese TÜR-BAR-Abkürzung, die hier steht. Das will ich auch machen. Ich möchte ein bisschen mit Ihnen gucken, was wir zu diesen Fragestellungen, Ideen und Gedanken im VTW, im Verband Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, diskutiert haben, was wir unseren Wohnungsunternehmen mit auf den Weg geben, wie vielleicht gerade so der Status ist. Kosten und Nebenkosten gehören auch dazu. Dazu gehört dann auch ein Blick in die aktuelle Situation, in die Investitionstätigkeit, mit der wir momentan aufgestellt sind. Und dann kommt es zum Fazit. Mit Blick auf den Titel des Vortrags, den Sie ja im Tagesablauf, in der Tagesordnung finden, würde ich das Fazit schon mal vorziehen. Also ich fände es cool, wenn es TÜR-BAR einfach so wiedergibt, wie es da bis 2020 das schon mal war. Das war nämlich schnell und einfach und gut. Da haben alle viele davon profitiert. Nichtsdestotrotz lässt sich das auch ein bisschen herleiten. Und deswegen der Blick in das Programm mit ein paar wenigen Ausschnitten. Worum ging es? Im Jahr 2016 bis 2020, die letzte Runde war dann 2018 bis 2020 in diesem Programm. Und es ging um Mietwohnungen und die Reduzierung von Barrieren im Rahmen eines Zuschussprogramms. Das ist auch schon ein wichtiger Punkt, den ich vielleicht sogar ein bisschen in Abgrenzung zu den beiden Vorträgen, die wir jetzt gehört haben, am Anfang gleich mal setzen möchte. Wir sprechen hier aus der Perspektive von 180 Thüringer Wohnungsgenossenschaften und kommunalen Wohnungsgesellschaften und die sind mit einem Bestand von rund 265.000 Wohnungen unterwegs. Und die Neubauaktivität dieser Kolleginnen und Kollegen in Thüringen ist so im Schnitt bei 500 bis 600 Wohnungen im Jahr, vielleicht auch mal 700. Und so ist auch unsere Investitionsstruktur. Das heißt, wir sprechen über Investitionen in den Bestand. Und darauf konzentrieren wir uns und darauf fokussieren wir auch die Aufgabenstellung, Barrierereduzierung herbeizuführen. Barrierefreiheit und diengerechte Barrierefreiheit ist da sehr, sehr anspruchsvoll, auch mit Blick auf die Kosten, die dann entstehen und auf die technischen Möglichkeiten, deren Diskussion ich Sie bitte mir zu ersparen, weil Sie da deutlich kompetenter sind und deswegen arbeiten wir auch gerne mit Ihnen zusammen. Und wenn ich da an der einen oder anderen Stelle ein ganz kleines bisschen unsauber formuliere, weil mir Ihre Ausbildung nicht zuteil geworden ist, dann bitte ich um Nachsicht. Aber ich glaube, im Ergebnis kriegen wir das zusammen hin. Die Frage war ja, und deswegen fand ich die Richtlinie auch so gut, was kann man da eigentlich machen und worum geht es, was soll erreicht werden? Und das sind Ausschnitte dessen, was man sich damals auf die Fahnen geschrieben hat. Und ich glaube, das passt sehr gut zu dem, was Sie hier vorgestellt haben, was auch Ihr Anspruch ist. Und auch das bestärkt mich so in dieser Grundeinschätzung, naja, so hätte ich es eigentlich ganz gerne wieder. Frau Professor Schönig hat vorhin auf die aktuelle Diskussion um die Neuaufstellung der Wohnraumförderung in Thüringen hingewiesen und gesagt, dass wir da im intensiven Dialog sind. Das stimmt. Zum 01.01.2023 können wir mit einem gewissen Optimismus auch davon ausgehen, dass es eine neue Richtlinie geben wird. Und die wird auch Merkmale und Förderungen zur Barrierereduzierung und zur Barrierefreiheit enthalten. Das ist dann Bestandteil eben dieser Richtlinie und es ist keine singulärer Impuls, Barrierereduzierung und Barrierefreiheit im Bestand da nochmal nach vorne zu bringen, wie das eben die Richtlinie war, die es von 2018 bis 2020 gegeben hat. Und neben dem, was man im Gebäude macht, geht es natürlich auch noch um die Erschließung des Gebäudes und gerade zu dem Thema Aufzüge werde ich Ihnen nachher noch was sagen. Das war die Idee, mit der man da unterwegs war. Und die Fördersystematik war klar und einfach und eindeutig. Es gab 10.000 Euro pro Wohnung, maximal 50% der Kosten und man musste 20% Eigenleistung bringen. Und
Die Thüringer Landesverwaltung hat es, und das meine ich sehr lobend und positiv, geschafft, uns da zum Teil innerhalb von wenigen Wochen bei vernünftiger Antragstellung Bescheide zu erteilen. Und wir kommen dann auch noch mal zu einer Bilanzierung, was damit bewegt wurde und wie viel sich da getan hat. In der neuen Richtlinie, Frau Professor Schönig hat es vorhin gesagt, sind hier 10.000 Euro pro Wohnung vorgesehen. Insofern ein Stück Verbesserung, aber eben im Gesamtpaket. Und da kommen noch ein paar mehr Parameter dazu. Deswegen war es hier schnell und einfach. Ende 2020 hat das Infrastrukturministerium wie jedes Jahr eine Bilanz zur sozialen Wohnraumförderung gezogen. Und das ist ein Zitat aus der Pressemitteilung zum 31.12.2020. In diesem Jahr 2020 hat man rund 5 Millionen Euro in das Programm investiert und 560 Wohnungen in ganz Thüringen bezuschusst. Ich habe mal ein bisschen rückwärts geblättert. Im Jahr 2019 gab es in guter Tradition eine ähnliche Meldung. Da waren es dann rund 1000 Wohnungen. Und wenn man das so zusammenzählt und addiert, waren es, glaube ich, über die 5 Jahre gut 5000 Wohnungen, die man in diesem Zuschussprogramm mit einer Verbesserung der Wohnsituation im Sinne von Barrierereduzierung erreichen konnte. Und dann guckt man, wie man das als Interessenvertreter so macht, auch mal in den Landeshaushalt, was denn tatsächlich ausgegeben worden ist. Die Spalten beginnen hier im Jahr 2020. Man müsste noch 1-2 Jahre weiter nach vorne gucken. Das sind immer dann die tatsächlich gezahlten Zuschüsse. Und dass das natürlich in aller Regel nicht im Jahr der Beantragung ist, das wissen Sie aus Ihrer Erfahrung. Summa summarum stehen hier 35 Millionen. Und wenn man ein bisschen weiter nach vorne guckt, kommt man wahrscheinlich so auf etwa 40 Millionen Euro, die das Land Thüringen als direkten Zuschuss plus die Eigenmittel plus die eben nicht bezuschussten Kosten da in die Barrierereduzierung investiert hat und so auf sehr schnellem, auf direktem Wege positive Ergebnisse erreicht hat. Wie beschäftigen wir uns in der Wohnungswirtschaft dann auch selbst damit? Also was sind die Ideen und Impulse, die wir diskutieren? Wir haben uns schon 2018 auf den Weg gemacht, mir eben mit diesem Bestandsfokus in unseren Beständen mal zu schauen, was haben wir denn und wie gehen wir damit um, und haben für uns einen Weg gewählt, den wir Lebenszyklusbetrachtung eines Typengebäudes nennen. Also von den 12.000 Gebäuden plus minus, in denen sich die 265.000 Wohnungen befinden, sind nach unserer groben Schätzung etwa 8.000 Gebäude in irgendeiner Art Typengebäude. Das geht vom P2 über den IW65 bis hin zum WBS70. Und allem, was da so an Subtypen möglich ist, aber eben vergleichbar. Und die Idee ist es, wenn wir schon so viele von denen haben, dann können wir auch in gewisser Weise typisiert vorgehen oder doch zumindest uns strategisch typisiert aufstellen. Das haben wir getan und haben 2018 einen IW65 ausgewählt. 4 Eingänge, 4 Stockwerke, 32 Wohnungen, 1800 Quadratmeter. Und an dem haben wir so ein bisschen rumgeübt, was man denn so machen könnte und auch müsste, weil die ja meistens in den 1990er Jahren einmal schon saniert wurden. Und daraus haben sich verschiedenste Handlungsempfehlungen ergeben. Natürlich neben energetischen Fragestellungen, neben der technischen Gebäudeausstattung, die man weiter lebensfähig machen wollte, auch die Barrierereduzierung. Wir haben das nicht mit der Überschrift gemacht, da diengerecht alle Einzelaspekte zu erfüllen, aber zum Beispiel das Thema Aufzugsanbau war eins, was wir da empfohlen haben. Ehrlicherweise, und Frau Binder hat es zum Einstieg gesagt, natürlich auch aus der Überlegung heraus, dass das vierte OG das ist, was am schnellsten leer steht. Und Vermieter leben von vermieteten Wohnungen, nicht von leerstehenden Wohnungen. Deswegen überlegt man, wo man investiert. Deswegen gibt es die Empfehlung, möglichst viele Wohnungen durch einen Aufzug zu erschließen. Eine Idee werde ich Ihnen dann noch zeigen oder eine umgesetzte Idee. Und dann haben wir, Achtung, Ausrufezeichen, 2018, das ist auch das Preisniveau gewesen, 2018, mal geguckt, was das denn kosten würde, diese Investition. Und da waren wir bei einem Modernisierungsaufwand von rund 1.400 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Bei dem Musterobjekt, das ich Ihnen vorhin gesagt habe, IW65, 4 Geschosse, 32 Wohnungen. Und ich habe Ihnen das deswegen mitgebracht, weil der erste Balken mit den Preisen des Jahres 2018 zeigt, dass man so ungefähr 250, 260 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche investieren muss, wenn man diese 4 Aufgänge mit jeweils einem Aufzug erschließen will. Und das bestätigt auch eine Zahl, das sind nämlich die 20%.
die Sie vorhin genannt haben, ne? Also 250 von 1400, wir sind ein ganz kleines bisschen großzügig, dann passt das. Also da muss man mehr Geld ausgeben. Ich würde aber dafür werben, dass wir von Mehrkosten vielleicht zu Qualitätskosten wechseln in der Bezeichnung, weil das zum Ausdruck bringt, was es dann tatsächlich macht. Das, was ich Ihnen jetzt zeige, ist kein IB65, aber trotzdem ein sehr gelungener Umbau. Schon aus dem Jahre 2002 und 2003 ist ein Objekt in Gera-Lusan, wo man, Sie sehen die Entwicklung vom Objekt zum Quartier, glaube ich, ganz gut vorangekommen ist, in dem, was man in einem Typengebäude so machen kann, einschließlich dem Aufzugsanbau und vernünftiger Erreichbarkeit und vernünftiger Wohnqualität. Und von denen haben wir ganz, ganz viele und deswegen gehen wir nach dem Prinzip vor. Status Thüringen. Das ist im Grunde nochmal ein Blick zurück, parallel in diese Existenz des Förderprogramms Thüringer Barrierereduzierung. Es gibt Wohnungsmarktberichte in Thüringen. Zwei sind abgeschlossen, ein dritter ist in Vorbereitung. Und ich habe mal in den zweiten Wohnungsmarktbericht geguckt, was da so alles zum Thema Barrierereduzierung drinsteht. Da stehen viele richtige Dinge drin, vieles, was wir heute schon gehört haben. Das, was gelb und grün ist, habe ich Ihnen ein bisschen hervorgehoben. Erkennbar ist, dass auch 2018 beispielsweise Ihre Umfragen da auch schon sich quasi widerspiegeln. Es wird viel auf der Investitionsseite bei den Mietwohnungen getan, im Geschosswohnungsbau durch diese ganzen Modernisierungsthemen, über die wir gesprochen haben. Der Freistaat fand das 2018 gut, wie er da gefördert hat. Wir können ihn darin nur bestärken und unterstützen, dass das weitergeht. Und Sie sehen hier, letzter Absatz unten rechts, dass 2018 schon saldiert 3600 Wohnungen auf diesem Weg unterstützt wurden. Und dann lief es eben noch 2 Jahre. Das bringt mich zu den rund 5000 Wohnungen. Ich möchte Ihnen das nicht alles zitieren. Mir geht es hier eher um die Überschriften. Auch aus dem Thüringer Wohnungsmarktbericht, den kann man auch einsehen. Das sind auch die Seitenzahlen oben drüber. Barrierefreiheit macht Wohnraum attraktiv. Das ist eigentlich meine Kernbotschaft. Mir geht es natürlich darum, den Menschen, die einen Bedarf haben, in besonderer Weise von Barrierefreiheit zu profitieren, diesen Bedarf auch zu befriedigen. Aber wenn ich jetzt mal wirklich allein die Perspektive des Vermieters einnehme, dann ist es sowohl diese Gruppe an Mieterinnen und Mietern, die für uns interessant sind und denen wir auch Wohnraum zur Verfügung stellen wollen, als Genossenschaft, als kommunale Wohnungsgesellschaft auch in besonderer Weise mit einem satzungsgemäßen Auftrag. Aber Barrierefreiheit an sich ist einfach eine Form von Wohnqualität und wird auch zukünftig immer mehr zum Standard gehören. Und natürlich ist es angenehmer, mit einem Einkaufskorb durch eine meterbreite Tür zu gehen, als durch eine 90-Zentimeter Tür. Und über Maxi-Cosi und Kinderwagen können wir gerne sprechen, hat sich aber jeder, glaube ich, sofort vorgestellt, warum das eine gute Idee ist. Und barrierefrei für uns als Wohnungsanbieter, deswegen hier der zweite Abschnitt, geht auch so ein bisschen über das rein Bauliche hinaus. Wir gucken auch in die Frage oder diskutieren die Frage, wie lange können die Menschen denn bei uns wohnen und leben. Und barrierefrei heißt auch durchaus digitalisiert barrierefrei, mit Sensortechnik, mit der Unterstützung, dass Menschen schneller vielleicht ein Feedback bekommen, dass sie schneller Hilfe bekommen, wenn sie in ihrer Wohnung nicht mehr zurechtkommen. Das ist also auch mehr als Schwellenfreiheit. Die Überschrift Barrierefreiheit darf nicht an der Haustür enden, haben wir heute auch schon mal gehört. Und da Sie vom Fach sind, erspare ich Ihnen die Details. Aber auch 2018 hat man das in Thüringen schon erkannt und niedergelegt. Und offenbar, ehrlicherweise, was in der Vorbereitung auch eine kleine Überraschung, es gab schon mal einen Preis in Thüringen, der sich mit diesen Themen beschäftigt hat, hat das Thüringer Infrastrukturministerium hier jedenfalls aufgeschrieben. Wäre ja vielleicht mal eine Wiederholung wert, wenn wir uns einig sind, dass das ein wichtiges Thema ist. Bedarf an barrierefreien Wohnungen spielt auch hier eine Rolle. Die Grunderkenntnis, der Bedarf wird steigen, wird hier geteilt. Frau Buss, wenn ich Ihre Analyse mit 2,4 Millionen in Deutschland vorhin mal kurz aufgreife, der typische Thüringer Anteil an bundesrepublikanischen Tendenzen und Entwicklungen liegt bei 2,5%. Je nachdem, wie man guckt, ne? Königsteiner Schlüssel und Einwohner und so weiter und so weiter, kommt man immer auf 2,5%. Das würde aus den 2,4 Millionen so in etwa 60.000 Wohnungen ergeben, die man da noch bräuchte.
Und das ist mein Lieblingssatz im Wohnungsmarktbericht aus 2018. Der beschäftigt sich nämlich auch mit dieser Förderung und der Barrierefreiheit. Und in Blau, diese Regelung sollte fortgeführt werden, denn sie erlaubt eine deutlich höhere Zahl von zukünftig barrierefreien Wohnungen. Den werden wir dann bei den nächsten Diskussionen auch mitbringen. Kosten und Nebenkosten. Was heißt das eigentlich, wenn ich einen Aufzug einbaue? Total unverdächtig für den Vertreter der Vermieter. Ich habe mir eine Grafik beim Deutschen Mieterbund geliehen und habe einen Kreis drum gemacht. Das kostet ein Aufzug im Monat an Betriebskosten. Erstaunlicherweise gibt es Unterschiede zwischen Ost und West. Also im Westen kostet er 19 Cent, im Osten kostet er 16 Cent. Ja, jedenfalls in dieser Größenordnung. Und das muss man auch berücksichtigen, wenn man diese Investitionen tätigt, denn das kommt dann auf die Mieter zu und die müssen es auch bezahlen. Zum Thema Investitionen möchte ich an der Stelle noch einen Einschub machen. Wie gucken wir da momentan drauf im aktuellen Umfeld rund um Investitionen? Die Investitionstätigkeit der Thüringer Wohnungswirtschaft sind im Jahr knapp 600 Millionen Euro. Jedenfalls würden wir das gerne machen. Und die 600 Millionen Euro sind entstanden aus der Jahresplanung der Kollegen im Ende 2021 für das Jahr 2022. Was werden wir machen? Wir werden deutlich weniger machen, weil die Unsicherheit natürlich gewachsen ist. Die Unsicherheit ist gewachsen aufgrund der Preise, aber auch der sonstigen Rahmenbedingungen, mit denen wir uns momentan alle auseinanderzusetzen haben. Und es wird dazu führen, Stand heute, dass wir die Investitionen, die wir für das Jahr 2022, was ja im Grunde schon rum ist, geplant haben, natürlich zu Ende machen. Dass wir im Jahr 2023 die Dinge, die schon so weit vorangeschritten sind, dass man sie schlauerweise macht und oder nicht mehr aus den Verträgen kommt, umsetzen werden. Und dass wir über alles geguckt im Jahr 2024 höchstvermutlich auf das Instandhaltungsniveau zurückfallen, auf das Instandhaltungsniveau dessen, was nötig ist, und ein Großteil von Investitionen hinterfragt wird und so ein Stück weit auf Standby gestellt wird. Was ich auch höre, und das würde ich, weil wir in dem Kreis gerade zusammen sind, hier auch gerne sagen wollen, was ich auch höre bei den Kollegen, die in diese Richtung denken, was sie denn trotzdem tun, ist in aller Regel, wenn sie sich was vorgenommen haben, in die Planung zu gehen und die Planung so weit zu treiben, dass man dann im Jahre 24 und 25 gut dran anknüpfen kann. Also an den Stand zu kommen, dass man Fördermittel beantragen kann, dass man umsetzen kann. Und das ist der Einfluss des aktuellen Umfelds. Und noch zwei Dinge zum Thema Investitionen. Wie hoch ist eigentlich die Sanierungsrate in der Wohnungswirtschaft, in der Thüringer Wohnungswirtschaft? Wir sind so zwischen 1-2% im Jahr unterwegs. Bei 265.000 Wohnungen können sich ausrechnen, wie viele Wohnungen davon betroffen sind und was man für eine Chance hat, Barrierefreiheit zu erreichen und Barrierereduzierung zu erreichen. Und wenn wir das machen, dann machen wir das natürlich nicht singulär. Also es gibt fast kein Projekt, wo die Überschrift heißt, ich will Barrierereduzierung erreichen und deswegen mache ich das, sondern es ist immer ein Paket in den Gesamtmaßnahmen und deswegen wieder zurück diese Lebenszyklusbetrachtung. Da ist es Bestandteil und Baustein und da gehört es auch dazu, aber da muss es dann auch reinpassen. Fazit: Der Bedarf ist da und wird auch weiter steigen, aus Gründen, die hier schon vielfach genannt wurden. Diese Einschätzung teilen wir. Warum wird das so sein? Weil barriereduzierte, barrierearme, barrierefreie Wohnungen und Wohnen in dieser Art und Weise, nicht nur Wohnungen, auch vor der Tür und darüber hinaus, Qualitätsstandards sind und schlicht Markt- und Vermarktungsvorteile bringen. Ja, wer das nicht macht, hat höheren Leerstand. Punkt. Fertig. Ja. Und das ist der Treiber für den Vermieter. Und bei dem Thema Kosten habe ich Ihnen ein paar Einblicke gezeigt. Dazu kommen natürlich auch noch Kapazitätsfragestellungen und Kosten abschließend, mein letzter Punkt, Achtung, Erinnerung zum Einstieg. Wir sind im Bestand unterwegs. Ja, wenn Sie mit uns über Kosten sprechen, wenn Sie Ideen entwickeln, bitte, bitte, bitte schauen Sie auf Bestandsobjekte. Sie können mit uns sprechen über typisierte Bestandsobjekte. Das macht uns das Leben leichter. Der Neubau gehört auch dazu und der macht auch viel Freude. Und da und dort machen wir das auch. Aber im Kern geht es um Bestand. Vielen Dank.